Also, Herr Fuder, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Frankreich, Dänemark, Kroatien, Österreich. Was ist Ihre erste Reaktion nach so einem Auslosen? Ja, in der Gruppe A gibt es keine leichten Gegner mehr. Und also insofern, wir spielen gegen den Weltmeister, gegen den Vize-Weltmeister und gegen Dänemark, die wir jetzt schon bei der WM-Qualifikation in unserer Gruppe hatten. Leider konnten wir beide Spiele nicht gewinnen. Und also insofern ist es eine tolle Gruppe. Und wir wollen aber auch in dieser Gruppe schon auch alles versuchen, um dann auch nicht wieder in die Gruppe B abzusteigen, sondern wir wollen schon auch den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Es scheint eine schwere Gruppe zu sein, aber vielleicht auch aus österreichischer Sicht machbar. Sie haben sich sehr, sehr schwer verkauft während der EM, wenn man es sich wiederholen kann. Ist alles möglich, oder? Ja, klar, Frankreich ist der absolute Top-Favorit, gespickt mit absoluten Weltklasse-Spielern. Und aber sollten wir die Leistung, die wir bei der EM gezeigt haben, abrufen können? Also da bedarf es klarerweise auch, dass alle Spieler topfit sind, dass wir alle Mann an Bord haben, was bei der WM-Qualifikation nicht immer der Fall war, leider Gottes. Dann sind wir sicherlich auch in der Lage gegen Dänemark und vielleicht dann auch Kroatien, wenn wir wirklich einen Top-Tag haben, wenn wir unsere optimale Leistung bringen, können wir dort sicher auch das ein oder andere Spiel gewinnen. Die Schlüsselspieler kommen dann vielleicht zu Hause gegen Dänemark und Kroatien. Wäre das gerecht zu sagen? Ja, wobei wir, klar, wir freuen uns auf diese Spiele, vor allen Dingen auch zu Hause. Ich gehe davon aus, dass dann auch alle Spiele ausverkauft sein werden, hier in Wien im Happel-Stadion. Frankreich, Kroatien auf jeden Fall, hoffe dann auch gegen Dänemark. Und klar sind immer die Heimspiele extrem wichtig. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon oft genug bewiesen, dass wir dann auch auswärts gut spielen können und dass wir auch in der Lage sind, auswärts Spiele zu gewinnen. Jetzt erstmals in der Liga A, glaube ich. Was sind die Erwartungen in Österreich und von Ihnen selbst? Ja, unser großes Ziel war es, in die Liga A aufzusteigen. Wir wollten uns mit den besten Nationen messen. Das ist uns jetzt gelungen. Und ja, jetzt geht es einfach darum, dass wir uns dann auch in diesen Spielen gut präsentieren, dass wir uns weiterentwickeln und vor allen Dingen, dass wir dann auch solche Spiele gegen bessere Mannschaften, die auch in der Rangliste vor uns stehen, dass wir da auch Spiele gewinnen. Das wird einfach auch der nächste Schritt sein, um dann auch zu zeigen, dass wir dann auch dorthin gehören. Vielen Dank für Ihre Zeit. Frohe Weihnachten, frohes Neues, frohe Festtage und mach es gut. Vielen Dank. Ja, danke. Wünsche ich auch frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Dankeschön. Ihr ist auch einen guten Rutsch an euch in Wien.